Hallo bei Angry Unicorns hier. Wir sind wieder in unserem Keller. Wir sind gerade diesen Keller umbauen, deswegen haben wir nicht ganz so viel Platz, aber wir können quasi wieder in dieser Fliesentischoptik, so hier auf unserem Holztisch arbeiten. Aber ich hoffe, dass das in den nächsten 2-3 Monaten besser wird, wenn wir irgendwann mal fertig sind. Wir haben heute was Cooles auf dem Tisch, und zwar eine SR25 oder eine Mod 25 von Osyma, die Vegani Sport MOD 25 Burg BR10. Das ist, wie soll ich sagen, SR25, also eine DMR. Vom Vegani selber fertig gemacht. Wir machen jetzt erstmal einen Karton auf, dann machen wir quasi das Unboxing, und nach dem Unboxing kommen wir so ein bisschen zu den Einzelheiten, zu den Details. Wenn man schwarz hat, ist das gute. Mein Gott, ist das schwer. Ist das gute Ding. Gleichzeitig bedienen. Also, sehr, sehr schön. Ein Magazin. Und noch ein Magazin. Beides mit Caps. Ein schönen Buttstop, denke ich. Ein Speedloader. HBBs und ein Insexkant. Und eine Beschreibung mit Explosionszeichen, einen Umbausachen, einen witzigen lustigen Bildchen, die sonst so im chinesischen Beschreibungen drin sind. Das scheint erstmal gar nicht so schlecht. Also hier natürlich das obligatorische Bigadi-Prüfprotokoll. Ist bei Bigadi gekrönt worden mit 1,5 bis 1,6 Joule mit Deck 020er IU. Wenn wir nachher nochmal nachkommen, diese Kronen wir in einem anderen Raum, dann kann ich wahrscheinlich noch nicht filmen. Aber sieht gut aus sofort. Ja, wie gesagt, wir haben hier eine SR-Funktion am Tisch liegen. In dem Fall handelt es sich um eine Syma. Also eigentlich meine Syma, aber diese Syma wurde nicht in China komplett gefertigt, sondern in Heilbronn. Also eigentlich wird diese Waffe, so wie sie jetzt hier liegt, als Real Steel Variante in Heilbronn gefertigt. Und zwar bei der Firma Burg, B-U-R-K geschrieben. Finde ich auch relativ stylisch. Das Ganze sieht sehr modern aus, hat ein modernes Design, ist auch relativ aggressiv irgendwie durch seine Oktagonfelder hier und dort und durch solche Abdeckschienen den schönen Grip, dass du C-Grip halten kannst, also dass man in C-Grip gehen kann. Zeig euch mal eben. So, da könnte man auch nicht in C-Grip halten. Insgesamt eine sehr, sehr schöne Knifte durch die sehr durchgehend gerade Linie, finde ich, hat man auch, also haben einfach einen schicken, ja, einen schicken Antlitz irgendwie. Also ich kann meinen Blick gerade gar nicht lösen von dem Ding. Auf den Bildern fand ich die nicht so schön, wie sie jetzt tatsächlich ist. Ist aber schick. Wie gesagt, die ganze Knifte ist von Burg original gefertigt, wird lizenziert von Syma als Airsoft-Variante hergestellt und soll, wie gesagt, im 7,62 Kaliber angesiedelt werden. Also wäre es eine DMR oder vielen Spielfeldern, wo man mit DMR spielt, braucht hier noch ein Zielfernrohr drauf und darf mit teilweise bis zu 2 Joule zocken. Ob das richtig ist, muss dann jeweils der Spielfeldbetreiber erklären oder erachten. Ja, fangen wir mal mit den Äußerlichkeiten an, das ist ja meistens so das Einfachste. Und zwar haben wir einen richtig, richtig nicen Flashhalter. Allerdings hat er kein Gewinde, das heißt, den Schalldämpfer können wir nicht aufschrauben, wäre mir aber gar nicht so wichtig. Ich selber spiele nur noch auf meinen APA-Waffen mit Schalldämpfer. Hier kann man kurz in der Nahdistanz oder aus der Nahen sehen, wie schick fertig das Teil ist. Das ist massiver Stahl, wenn ich dagegen klopfe. Also die Gasabnahme rüttelt dann, aber das ist halt einfach Stahl. Wir haben eine schöne, schönen Barrel, einen richtig, richtig coolen Handguard. Wie gesagt, hier kann man schön mit C-Grip arbeiten. Man hat hier saubere, weiche, ausgepresste Zonen, einen durchlaufenden Picatinny-Schiene bis hinten. Hier vorne kann man wahrscheinlich auch noch was anbringen.
man könnte uns nicht verschrauben, aber es kann auch einfach sein, dass es Style ist. Wir haben relativ, genau, wir haben eine sehr realistische Nachbildung, die Gasabnahme hier vorne. Also hier würde ja dann der Gasrückstoß kommen. Genau, hier ist einmal cool eingezeichnet, dass es sich hier bei meiner DMR handelt. Das Magazin unspektakulär schwarz-schick im PMAC-Design. Davon gibt es zwei. Eine beidseitig verstellbare, genau, beidseitig verstellbar. Warum, also was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum hier kein Zeichen drin ist. Also wieso ist hier kein Full-Auto-Zeichen? Und auf der anderen Seite haben wir das auch nicht. Also man kann ja, vielleicht weil es Full-Auto einfach gar nicht gibt, ich habe keine Ahnung. Aber okay, ist auf jeden Fall so, wie es ist. Und hinten haben wir diesen typischen Canestock. Müsste vier Stellen haben, also vier Anraststellen. Ja. Kann man hier hinten lösen und zum Beispiel rankommen. Hier ist eine Aufnahme für den Swing. Und sonst haben wir, glaube ich, keine Aufnahme. Doch hier hinten könnte man noch mit diesen QR-Dips noch einmal reingehen oder hier unten durchschlaufen oder sonst was. Oder halt beidseitig mit einem One-Point-Sling arbeiten. Genau, wir haben verschiedene Tuning-Materialien eingearbeitet. Vorab schon. Ich wollte euch die andere Seite noch zeigen vorab. Entschuldigung. Wir haben hier auf der anderen Seite nochmal Schrauben zu sehen. Also ich finde wirklich schick, wie die gefertigt ist. Keine scharfen Kanten, nichts. Ist die Rail gesichert mit Sicherungsmuttern. Und die Pressschiene. Funktionieren Bolt Catch zum Hop-Up einstellen. Und den müssen wir dann für die andere Seite auch entsichern. Genau, perfekt. Ja. Perfekt. Läuft. Oh. Magazin geht das sehr smooth raus. Hier, super. Ist ein bisschen hakelig beim Einfädeln. Wenn ich wieder reinstecke, ein bisschen hakelig, aber ansonsten geht's. Ich finde hier auch das Design hier ist mal anders. Also ich habe hier noch nie eine Schweißnaht gesehen, das sieht richtig massiv aus. Gefällt mir. Ich finde, das sieht echt gut. Ja, jetzt würde ich euch da noch ein bisschen was zu erzählen. Ich stelle sie mal dahin. Also, wie vorhin schon angesprochen, die wird in Deutschland eigentlich hergestellt. Wir haben jetzt hier eine lizenzierte Variante von Syma für den Ersthaftbereich. Die fühlt sich echt massiv an. Also hier ist kein Grappel, kein Geknarze, kein Kunststoff, kein Plastik dran. Also hier ist natürlich Kunststoff, aber es ist nicht so Plastik-Kunststoff, also es knarzt nicht. Wir hatten ja mal so eine P90, die kann ich euch hier oben mal verlinken. Die hat ja nur geknarzt, aber das ist wirklich hochwertig verarbeitet. Und da muss man nur mal bedenken, das Ding kostet 290 €, und jetzt kommt der Hammer, was da noch drin ist. Also da ist, das sind 18:1 Stahlgears mit einem 16-Sektor-Gear verbaut. Die kompatibel sind zu fast allen anderen Gears, aber das ist einfach schon mal richtig flotter Antrieb sozusagen. Dann haben wir die ganze Waffe in 8mm Lagern gelagert. Also die Buchsen in der Gearbox sind auf 8mm Lagern laufen die, was auch schon mal gut ist. Wir haben ein Federschnellwechselsystem hinten drin. Wir haben einen 19Z-Pisten mit Stahlzellen. Das heißt, hier der Pisten hat Stahlzellen, das heißt, der verschleißt nicht so schnell. Und der Pisten ist aus Aluminium, so wie der Zylinderhead ist aus Aluminium, was auch langlebiger ist. Also da kann ich deutlich länger mit arbeiten. Und das Hop-Up habt ihr schon gesehen. Auf der Rückseite, das kann ich jeder mittels einstellen, also mit runter drehen geht's hoch, hochdrehen geht's runter. Und ja, dann haben wir das EFCS von Bugatti selbst, das Bugatti Core dran. Wir haben jetzt eine Knifte mit dem Bugatti Core bisher ausstatten lassen und sind tatsächlich sehr begeistert. Die Schusszyklen sind echt sauber und man merkt richtig, wenn man den Trigger drückt, also hier auch wieder, das ist sehr, also kein langer Abzugsweg, so würde ich sagen. Also der Abzugsweg ist sehr kurz. Ich versuche nachher mit dem Akku euch das zu zeigen. Das geht sauber, smooth, alles toll.
Der Motor, der hier verbaut ist, ist ein High-Torque-Motor und ihr wisst, ich liebe High-Torque-Motoren. Also wie gesagt, wenn wir gleich einen Akku dran haben, dann schieße ich einmal, dann werdet ihr euch wahrscheinlich genauso wie ich freuen. Genau, die Waffe hat hinten, und das soll ich nachher mit dem Akku einbauen, hinten hat sie einen DIN-Stecker drin und ist LiPo-ready, also 11,1 Volt LiPo-ready. Und auch das ist super, weil die meisten von euch spielen mit 11.1. Ich empfehle euch immer einen 7.4er zu benutzen und erstmal den zu probieren, ob damit die Schussfolge in Ordnung ist. Aber wenn ihr den 11.1er benutzt, funktioniert hier und zwar sofort. Noch ein, zwei Kleinigkeiten. Der Motor im Inneren hat eine Drehzahl von 21.000 Umdrehungen pro Minute. Die Effizienz liegt bei 50 Watt, der Output bei 200 Watt und die Windungen sind 20 pro 0,7 mm. Insgesamt klingt die erstmal richtig gut. Wir gucken uns das jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer an, gehen aufs Akku einbauen an, gucken uns mal die Schussfolge an. Vielleicht kriege ich so ein Chronotest hier im Raum hin, das weiß ich aber noch nicht, verspreche auch noch gar nichts. Und ja, und dann muss ich das Ding nochmal ausprobieren draußen, werde euch nochmal beruhigen. Ich werde euch nochmal benachrichtigen, wie dann so läuft der Teil. Bis später. Ja, jetzt kommen wir zum Akku einsetzen. Das ist wirklich bestechend einfach. Also ich löse unten die Schraube ein wenig. Kurz reinfriemeln. Das ist tatsächlich einfacher, wenn wir mit Kamerateam, also mit zwei Mann, einer macht Ton, einer macht Video arbeiten, als wenn ich alleine stehe. Genau, wir müssen jetzt zwei Imbusschrauben lösen. Dauert auch nur bestimmt ein halbes Jahrhundert. Die sind ziemlich stramm drin. So, jetzt kann man die eigentlich. Oh, mein Gott, sind die hart da drin. Okay, wahrscheinlich muss man die untere doch mitlösen. Also früher habe ich bei diesen Canestocks immer nur die obere gelöst und die untere nicht. Und die untere hingelassen und über die untere gedreht. Dann konnte man immer nur eine Schraube verlieren. Und beide raus. Und jetzt, da haben wir sie raus. Ne? Jetzt sehen wir hier auch da hinten schon das Kabel. Das kann man also quasi auch ein bisschen einfacher machen, wenn man den Stock einschlägt. Ein wunderschöner Mini-Tanja, ach Quatsch, wunderschöner T-Connector raus. Und da können wir dann entweder hier so ein 1000er von Bugatti, 1400er von Bugatti, so ein Double-Type, oder wir haben noch verschiedene andere, die man da reinpacken kann. Die meine aktuellen Favoriten, die A-Max von Bugatti, die sind auch recht gut. Allerdings beide sind super, funktionieren oder halt auch irgendwas anderes. Ja, und dann steckt man das nur an, rein damit. Und ihr seht hier, ein 1400er versinkt hier komplett drin. Versinkt hier komplett drin, ohne Probleme. Jetzt, ich habe eh mal erst auf der Stelle die Knifte. So, und dann, eigentlich müssten wir jetzt noch das Bugatti Core hören. Ja, aber schießen tut sie. Die schießt wirklich sauber. Also sehr laut natürlich jetzt hier in dem halligen Raum, sag ich jetzt mal, aber das ist wirklich ein toller Sound. Insgesamt muss man sagen, ich kann kaum glauben, dass das noch eine Sümer ist. Weil eigentlich Sümer, wenn man die von früher gekannt hat, die waren immer so billige von Tokyo-Marui. Also wenn man Tokyo-Marui-Fan war, konnte man Sümer kaufen. Und es war vollkommen in Ordnung. Hier hat man jetzt aber irgendwie was ganz Neues. Also das ist richtig gut verarbeitet und richtig toll. Also hier ist kein Knitzen, kein Knarzen. Hier ist alles richtig geil. Auch hier, wenn ich mir darüber denke, hier, schaut mal hier. Das ist so konisch zusammenlaufend zur Mitte. Und wenn ich hier das Magazin reinpacke, das geht aber viel schneller. Das ist richtig gut. Dann, ich habe übrigens nochmal nachgelesen. Warum hier kein Full-Auto ist, den man zwar trotzdem anwählen kann, aber weil die SF25 eigentlich, oder die Mod 25 eigentlich gar kein Full-Auto hat, sondern die hat nur Lichtschießen und Semi. Das ist halt eine DMR im Original.
Genau, wo wollte ich noch drauf hinaus? Ich hatte gestern noch so ein paar Punkte. Ah ja, genau, das FN5-Eck von Vegari ist hier ganz sauber und schön eingelasert und drunter schön dezent, schön schick. Und eigentlich dieses Sport da, ne? Das Sport steht ja häufig bei Vegari für die günstigere Variante oder so. Das kann man hier wirklich nicht mehr sagen, weil das ist eine so hochwertige Knifte. Ich bin aktuell am Überlegen, ob ich meine ICS dagegen eintausche und mit der weiterspiele. Weil ich einfach finde, dass die so extrem gut läuft. Im Chronotest hatten wir tatsächlich 1,45 Joule, was auch optimal für Spielfelder ist. Ich musste wohl, jetzt habe ich wieder eingeklemmt, ich musste wohl das Hop-Up, das Hop-Up relativ weit runterdrehen, das ist jetzt auch fast auf Anschlag, um damit gerade schießen zu können, beziehungsweise um eine gerade Flugkurve zu bekommen, keine Kurve, sondern quasi eine fast flache Strecke. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz eben die Knifte komplett öffnen. Dafür muss man von der Seite die Bolzen lösen. Das mache ich meistens mit dem Imbus, geht ja auch wieder sehr gut. Ich habe jetzt hier mit dem Imbus einfach nur reingedrückt. Oh, da muss ich jetzt nochmal nachdrücken auf der anderen Seite. Genau, mit dem Imbus hier einfach durchdrücken. Ach, da hängt sie noch. Genau, die ausgestoßenen Gelenke, sag ich jetzt mal, also die Festhaltenippel, die bleiben auch drin. Wenn man dann sichert, kann man es eigentlich auch gut abnehmen. Jetzt irgendwie hakt es da. Genau, also ich muss das Magazin gerade entfernen. Deswegen jetzt gehakt. So, und jetzt kommen wir auch schon zum Inneren. Wir sehen hier eine extrem sauber verarbeitete Gearbox. Haben wir Vegari.com draufstehen. Und ich glaube, dass die Gearbox tatsächlich gar nicht mehr aus dem Hause Sima kommt, sondern komplett von Vegari gefertigt wird. Weil egal, was ich mir hier angeschaut habe, es war extrem hochwertig. Die Core funktioniert sehr gut, die performt gut. Wir können jetzt mal im offenen Zustand sehen, wie die repetiert. Ne? Also das gibt es gar nichts Ihnen zu sagen. Auch das AOR klingt sauber. Ich würde hier gar nicht mit Sorbo-Pads oder sonst irgendwas arbeiten. Das ist perfekt nahezu. Und jetzt kommen wir noch zu etwas Coolen. Dem Hop-Up. Und zwar habt ihr trotz, dass ihr eine SR25 habt, ein Standard-Hop-Up. Also ein Standard-M4-Hop-Up. Hier diese rote Sülz ist von Syma schon mal da drauf. Hier diese rote Sülz ist von Syma schon mal, wie die verwendet, damit etwas an Ort und Stelle bleibt. Also das geht natürlich ein bisschen schicker. Und wenn ihr euch so eine Max-Hop-Up-Unit oder irgendwie eine, was gibt es da noch? Also Max ist ja momentan so ein plus Ultra, aber wir hatten da damals auch andere CNC-gefräste Hop-Up-Units von verschiedenen Herstellern. Reinsetzt, habt ihr gar kein Problem und es passt alles. Ne? Also es funktioniert alles. Der Lauf an sich ist nicht so perfekt wie zum Beispiel von von Prometheus oder so. Prometheus hat deutlich sauberere Läufe. Also hier, ich versuche nochmal euch das für euch einzufangen. Der ist nicht ganz so perfekt poliert. Allerdings ist hier alles Standard dran. Das Fach hier haben wir aufgemacht für euch. Da haben wir reingeschaut. Könnte ich jetzt auch nochmal machen, aber das lohnt eigentlich nicht. Ich würde euch hier empfehlen, ein Maple Leaf Hop-Up Gummi direkt dazu zu bestellen, das hier einzusetzen und mit der Hop-Up erstmal zu spielen eine Zeit lang. Das Fenster hier drunter, also wo das Hop-Up Gummi runtergedrückt wird, ist ein bisschen schmal. Also ein bisschen zu schmal geraten für ein Maple Leaf. Bei uns hat es jetzt gepasst und hat im Schusstest auch ein bisschen besser performt. Tatsächlich würde ich aber in Zukunft eigentlich bei fast jeder Waffe das Maple Leaf dazu bestellen,
Und die Hop-Up-Kammer hier ist eigentlich in Ordnung. Also die ist nicht TM-like oder sonst was, aber die ist auch nicht schlecht. Damit könnt ihr auf jeden Fall locker zocken. Ja klar, aber High-End geht immer, ne? Solltet ihr aber mit dem, also das Gummi könnt ihr auf jeden Fall tauschen, da macht ihr gar nichts mit verkehrt. Solltet ihr die Hop-Up-Kammer anpacken, macht euch auch einen neuen Lauf rein, holt euch einen schönen Prometheus oder so. Ich weiß jetzt nicht, was da gerade der absolute Renner auf dem Markt ist, aber mit Prometheus macht man eigentlich nie was falsch. Und dann ist die Knifte direkt nochmal so gut. Der Insgesamtpreis für die Waffe liegt, glaube ich, bei 390 € so rund bei Vigadi. Für mich ist das eine absolut kaufbare Waffe, wenn man sich die Materialien mal anschaut, die hier verwendet wurden. Das ist top, das ist allererste Sahne. Also da kann man wirklich nichts sagen. Die Externals sind meiner Meinung nach VFC-like. Natürlich haben hier nicht die Original-Markings drauf oder so. Aber wenn man sich das hier nochmal mit Sinn und Verstand anguckt, wie schön das designt ist einfach, ne? Also wie viel Mühe man sich hier gegeben hat, eine schöne Waffe darzustellen. Das ist, also da brauche ich keine VFC kaufen, die irgendwie das Zehnfache kostet und bin möglicherweise gar nicht so zufrieden wie hiermit. Was man hier auch schön machen kann, ist dadurch, dass wir hier ganz normal M4 Bauteile haben, wir können hier auch einen langen M16 Stock dran setzen oder eine große Cane Stock Variante. Ich habe ja verschiedene Cane Stock Varianten bei mir hier im Einsatz, um den Akku seltener tauschen zu müssen. Generell ist aber die Waffe absolut kaufenswert und mit 390 € und ihr könnt sofort zocken, ihr braucht euch keine Gedanken machen. Ein absolutes Träumchen. Empfehlen tue ich euch, oder ich möchte euch 11-1er, Quatsch, 7-4er empfehlen, also ein 7-4er Akku mit mindestens 25C. Die könnt ihr gut verwenden. Wenn die Waffe aber dazu neigt, ein bisschen zu langsam zu schießen, tut es nichts, weil ihr habt ein MOSFET drin und eine EFCS-Überwachung. Könnt ihr auch locker die 11-1er verwenden. Diese können aber ein wenig, oder eure Motoren können ein wenig darunter leiden, wenn ihr davon, also wenn ihr die 11-1er viel nutzt. Ich persönlich habe jetzt seit 5 Jahren umgebaute ICS und habe keinen Tag bisher mit dem 11-1er spielen müssen, sondern immer mit 7-4ern gearbeitet und das auch keinen Tag bereut. Also die laufen alle super und laufen auch immer noch, sind immer noch stable, deswegen ihr entscheidet selber. Aber für mich sind 7-4er vollkommen ausreichend. Es sind ja nicht mehr diese NIM-Paar-Schraubakkus. Ja, so viel von uns hier. Chronotest können wir leider momentan nicht einblenden, aber war 1,4. Auf 25 Meter konnte man wirklich sauber schießen, habe ich im Garten gemacht. War tipptopp, da war gar nichts zu meckern. Ist ähnlich wie ICS im Stockzustand. Technik von Bugatti eingebaut, ist tipptopp, gibt es gar nichts zu meckern. Akkugröße hinten ist tipptopp, passt alles rein, ist gar nichts zu meckern. Die meisten M4-Anbauteile sind, ja, also kann man anbauen, ist auch tipptopp. Genau, zum Magazin. SR25-Magazine gibt es, ich glaube, zwei oder drei Arten. Das ist die TM-Like-Variante, die hat vorne den BB-Auslass. Dann gibt es aber noch die GOG-Like-Variante. Die passen da nicht rein. Die hat nämlich hier den Auslass und hier den Rest. Das ist dann für die MB308, glaube ich. Die hat der Dash auch. Und da ist dieses Auslassloch ein bisschen versetzt nach hier. Genau, deswegen nur TM-Like nutzen. Dann passt auch alles, dann läuft alles, dann ist alles tutti. Ja, solltet ihr Fragen haben, ab in die Kommentare. Sollten wir irgendwas vergessen haben, werden wir es irgendwo da oben vielleicht noch in einem zweiten Video nacharbeiten. Ja, Entschuldigung für die lange Latenz aktuell, aber wir sind mitten in der Covid-Zeit. Da hat man zwar irgendwie anders Zeit, aber durch verschiedene persönliche Dinge, ihr kennt das, hat man dann auch wieder gar keine Zeit. So, ich pack's für heute. Bis bald. It's caught in the crossfire.